Willkommen zurück zu einem neuen 5MEXE-Tutorial. Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr die initiale Charakterposition ändern könnt, wenn ihr euch zum Beispiel einen neuen Charakter erstellt, wenn ihr das erste Mal spawnt. Standardmäßig bei ESX spawnt ihr dann hier irgendwo beim Arbeitscenter, Arbeitsamt, wie auch immer. Ist natürlich nicht schön, ihr wollt es natürlich verändern und einige von euch haben es bestimmt schon über die Map-Datei probiert. Das funktioniert natürlich bei ESX nicht. Ich zeige euch heute einen einfachen Weg, wie ihr das machen könnt. Und wenn ihr natürlich für die Zukunft keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, lasst doch gerne jetzt schon mal ein Abo da. Ihr sucht euch zuerst einmal eine Position, wo ihr den Spieler spawnen lassen wollt. Keine Ahnung, hier vorne an der Ecke, irgendwie an Burger Short oder am Flughafen. Ich nehme jetzt einfach mal diese Position hier, stelle mich jetzt hier so in die Mitte hin. Wie gesagt, ihr könnt das ja selber auswählen. Ich mache es jetzt hier nochmal testweise. Ich hätte ihn dann gerne hier so. Dann drücke ich F5, um das Personal Menu zu öffnen. Wenn ihr das noch nicht installiert habt, ich habe es auch in einem anderen Tutorial mal gezeigt. Klicke hier auf Administration und Koordinaten ein- und ausblenden. Dann haben wir hier oben die Koordinaten stehen. Die können wir uns mal zwischenspeichern in irgendeiner Textdatei. Dazu öffne ich einfach mal eine. Ich schreibe dann hier minus 255.27, minus 933.75, 31.22, 33707. Das sind die X, Y, Z-Achse und die Angel, also wo er hinguckt, Heading. Und dann minimieren wir es einmal auf 5M. Wir haben alles in-game getan. Öffnen einmal unsere Datenbank. Dazu können wir einfach bei XAMPP auf phpMyAdmin klicken oder wenn ihr Linux habt, auf euer Datenbankverwaltungstool zugreifen. Und ich lösche dann erstmal meinen Account, muss ich hier nicht machen, aber ich will euch ja den Spawn zeigen. Und gehe dann, jetzt kommt das Wichtigste, wie ihr den Spawnpunkt ändern könnt. Ihr geht hier oben auf Struktur, bei der Users-Tabelle, dann habt ihr hier die Position und dann habt ihr hier einen Standard gesetzt. Diese Position muss geändert werden. Das heißt, ihr klickt hier auf Bearbeiten, tauscht dann einfach die XYZ-Werte und die Angel aus. Bei mir jetzt hier minus 255.27. Dann die Y, passt auf, dass ihr nicht mehr löscht als die Zahl. Dann hier minus 933.75. Dann kommt die Z, die ist auf 3122, das passt schon. Und Heading, also Angel auf 337.07. Dann geht ihr hier oben, hier unten auf Speichern. Habt den Standard-Spawn-Punkt verändert. Könnt den Server einmal neu starten über txadmin, restart, confirm. Und dann können wir nochmal auf den Server joinen. Es dauert dann wieder einen kleinen Moment, wir sehen uns dann gleich wieder. So, da ich eben meinen Account gelöscht habe, müssen wir einen neuen erstellen. Aber ihr seht schon, der Hintergrund ist anders. Wir spawnen schon woanders. Ich gebe jetzt hier mal kurz meinen Namen wieder ein. Und einen Geburtstag. Einfach irgendwas eingeben. Eine Größe und Submit. Dann drücke ich einmal auf Enter. Und wie ihr seht, spawnen wir dann hier schon an dem Punkt, den ich eben ausgewählt habe. Und unser initialer Spawnpunkt wurde verändert. Ihr könnt natürlich eine Position nach eurer Wahl nehmen. Aber so in der Art klappt es auf jeden Fall. Das ist eine Möglichkeit. Wenn ihr noch Fragen oder Probleme habt, meldet euch gerne bei mir im Discord oder auf dem Forum. Alle Links sind unten in der Beschreibung. Über ein Like für das Video, wenn es euch weitergeholfen hat, würde ich mich auch sehr freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.